Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Es geht in die finale Schlacht. Kol der Rode. Bodies, blood, this is the dream. Knew I was smart to sneak in. The Skelly boy said I could stay if I sold your stuff. So hurry up. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Ihr wisst, dass bald eine große Schlacht steigt, oder? Really? Oh, don't you go getting chopped up. I need customers. Alter, jalla. Kann ich ja nochmal hier ein bisschen das Geld rauspfeffern, ne? Der Edix wird damit anfangen. Ja, unser Bild verticken wir jetzt auch noch. So, auf geht's. Den Rest können wir jetzt auch liegen lassen, ja. Apropos Drachen, also Anzu hatten wir ja auch nicht, dadurch, dass wir ja auch den Ravengard nicht gerettet haben. Ist ja letztendlich auch nicht passiert. The Heart of the Gate. Lauft in die falsche Richtung. Verteidigt die Stadt noch auf diese Art Helden auf ihre Heimat? It's over. There's a glimmer of something beyond his words, but in a moment it's gone, consumed with fear. One last run, then we're clear. Pussies. Darren, das sind wir mal da oben. Ich glaube, sie kann auch die Mauern hochspringen, ne? Ja, das ist tatsächlich, oder? Das ist echt heftig. Oh, und wir drei gehen durch das Tor. Auf in den Kampf. Thank you.
Und diesmal machen wir es ein bisschen smarter. Dora geht am besten links noch mit hoch. No choice but to keep going. Very well. Das ist schlecht. Digga, ist das lächerlich. So eine lächerliche Scheiße.
the fuck? Was geht denn jetzt ab, Alter? Survival is all that matters. Täusch mich bitte nicht. Schabrotte. Das wird jetzt noch ziemlich übel, Alter. Extrem schlecht. Das ist auch scheiße. Alter, kannst du mal verrecken, Alter? Mein Gott, kommen da hinten viele. Du Scheiße. Was rücken die eigentlich auf einmal alle so knallhart alle nach vorne? Alter, das könnten wir ernsthafte Probleme kriegen. Ohne Scheiß. Das gefällt mir gerade dazu gar nicht. Alter, hab ich schon mal... Beobachter, kann ich schon mal reden hören? Astarion gelähmt. Super. Oh, die zwei sind Geschichte. Scheiße. Thank you.
alles nicht so geil. In Harnack. Das ist echt nicht gut. Die Charitänen konnten überhaupt nichts machen. Überhaupt nichts. Jetzt bin ich auch noch betäubt und kann auch nichts machen. Dass die jetzt alle auf einmal gekommen sind, das ist gerade absoluter Genickbruch für uns. Absoluter Genickbruch. Jesus Christ, Alter, was machen wir? Kannst du bitte das hier machen? Warum kann sie denn jetzt nicht schießen? Ach, weil wir keinen Bogen haben. Haben wir noch eine Bombe oder so, oder? Schon eine Bombe. Blutsprengstoff, das schmeißen wir. Wo ist es? Zumindest diese Geschichte. Alter, ist das scheiße. Fucking Gedankenschinder. Also das ist doch overpowered ohne Ende, Digga. Jetzt kommt der auch noch hoch, betäubt wahrscheinlich auch direkt nochmal. Ja, ich kann nichts machen, du bist gefickt, bist du. Bro, haben wir hier ein Problem. Überhaupt nicht gut aus. Die Charitänen wurden einfach weggewichst, Alter. Asterion kriegt auch aufs Fressbrett. Oh mein Gott. Natürlich, und uns verängst du mal so nebenbei. Alter, was machen wir? Dass die nicht verrecken. Das schaffe ich nicht. Wir sind am Arsch. Wir sind real talk am Arsch, sind wir. Natürlich überleben die das. Ich muss einen Trank schlürfen. Wir müssen das jetzt versuchen, so lange wie möglich zu tanken. Die werden hier unten alle auf uns drauf gehen. Jetzt kommt da noch einer hoch. Digga, wie oft können die Gedankenschlag machen? Ich konnte es mit dem Imperator nur einmal machen. Ja, mit Daras down. Alter, ich raste hier gleich aus. Drei Gedankenschinder. Direkt betäubt wieder. Ich raste gleich sowas von aus.
Ja, gelähmt, kann ich nichts machen. Starion ist auch gleich tot. Ich kann nichts machen. Das ist so eine Frechheit, dass die alle auf einen verfickten Schlag hierher gekommen sind. Es ist eine bodenlose Frechheit, ist das. Gerade stinksauer bin ich. Stinksauer. Scheiß Gedankenschinder, Alter. Diese Viecher kotzen mich so an. Dass der nur einmal immer angreifen kann, das ist doch zum Kotzen, Alter. So ernsthafte Probleme. Ja, Shadow hat es auch tot. So gut wie. Lass mich überlegen. Ich muss die unten erst wegficken. Unterwegs. Wenn du jetzt noch einmal einen Gedankenschlag machst. Einen einzigen Gedankenschlag. Ist egal, das sieht gut aus, das schaffen wir. Trotz all den Gegnern, die sind alle auf einen Schlag aufgerückt, aber die ficken wir noch weg. Die haben keine Chance. Natürlich. Natürlich, was das für eine Distanz zurücklegen kann. Alles klar, Digga. Jetzt ist der Imperator auch noch gelähmt. Oh mein Gott. Motherfucker, Alter. Ich weiß, Shadow Heart, ich weiß. Alter, hoffentlich haltet der Imperator das durch. Der wird jetzt dann noch so auf das Fressbrett kriegen.
Aber Shadowheart habe ich jetzt größtenteils hochgeheilt. Guck dann, wie die Bastarde direkt wiederkommen. Direkt wollen sie wieder down. Scheiß Motherfucker, Alter. Ist das ein bodenloser Move gewesen von dem Spieler? Normalerweise die ganzen Gegner, was da gekommen sind, wieder beobachtet und sowas, die sind alle weiter hinten auf dem Schlachtfeld. Die sind alle auf einen Schlag hier vorgerückt. Alter, der Imperator kann jetzt dann flöten, Alter. Der geht jetzt dann aber hardcore-mäßig flöten. Oh mein Gott. Der Beobachter hat noch Full Life, Alter. Ich musste wegklatschen. Der ist gerade die größte Bedrohung, ja. Muss hier den Schlag. Ich werde direkt betäubt. Ich raste hier gleich sowas von aus. So ist richtig, geh auf die Shadowheart. Wenn du mich jetzt gelähmt hast, raste ich aus. Alles gut. Ich habe kurz gedacht, der ist auf die Shadowheart losgegangen. Ach, schau mal, wie das Viech jetzt abhaut. Du Missgeburt. Ich kann mit dem Imperator nichts machen. Das sieht gerade so schlecht für den aus. Scheiße, Missgeburt, Alter. Schlag mich doch, ist mir egal. Alter. Nothing important is ever easy. Was war das für ein Kampf gerade? Bodenlos ohne Ende. Alter Falter.
That took the edge off. Das sah so knapp aus wie den Imperator. Ja, normalerweise wären die alle hier hinten gewesen, wo wir jetzt ungefähr sind. Aber die sind alle vorgerückt, Alter. Alter, haben sie die Charitäen bearbeitet. Die haben nichts machen können. Die hätte ich nicht mehr rufen sollen, Alter. Das war eine totale Verschwendung. Die wurden komplett durchgenudelt. Komplett durchgereicht. Oh mein Gott, und das Teil hier geht gar nicht mehr. Ja, zum Glück habe ich noch ein bisschen. Digga. What the hell? Game Sound ist auch wieder komplett verbuggt. Looks like part of the nether brain, but we'll need to be higher up to climb it. Der Sound ist richtig buggy gerade. Hirnstamm berühren. Lad mal neu. Vielleicht geht's dann wieder richtig. Das ist immer hier im Endkampf, dann ist das verbuggt ohne Ende. Ganze Game Zone funktioniert da nicht mehr richtig. Das hatte ich schon in der letzten Staffel am Ende auch. Das ist richtig behindert. Jetzt geht's aber wieder. Whatever comes, I'm ready. Let's make this quick. Easy these days. On your command, a
wise move. Sliced and burned, dashed and diced, they will be offerings to your splendor. You will bleed for her glory. Es muss nur ein einziger durchkommen. Oh, super. Komplette Verschwendung. Unleash me. Got to concentrate. Oh, super, geht auch nicht. Geil. Let's be quick. For peace. Nichts. Oh, Multikiller. Let's have some courage.
Alles klar, Digga. Kann ich nichts mehr machen, ich stehe genau davor, Alter. Natürlich. Oh, mal gucken, ob du es immer noch genommen kannst. Stop. Er kann es wirklich nochmal. Alter, willst du mich verarschen? Nochmal, oh. Hurensohn. Dann neu, Alter. Oh, Halleluja. Okay. Nächste Folge dann finaler Kampf. Und dann hoffen wir mal, dass wir das Gehirn unterwerfen können und unsere Schreckenherrschaft beginnen kann. Wir danken euch fürs Zuschauen, das war eine weitere Folge Baldur's Gate 3. Bis zur nächsten, haut rein. Euer Waldgamer YouTube. Ciao.